Wir sind jetzt live. Wir sind live. Hallo ihr Lieben. Hi. Wie versprochen und angekündigt sind Sabine und ich heute live hier vom Bavaria-Gelände für euch und beantworten euch, ich will nicht sagen alle, aber ein paar Fragen, oder? Genau. Ich habe extra meine Weltreise unterbrochen. Ne? Sehr schön. Sehr schön. Ich bin zurückgekommen aus Bukarest oder so. Keine Ahnung. Guck mal, da schreiben schon ganz viele Immi. Ich muss mal meine Brille aufsetzen. Hallo. Guck mal, wer alles da ist. Hallo. Und hi. Wir haben auch schon 300... Love from Italy. Hi. Love from Italy. Love from Bavarian to Italy. So, wir haben hier 461 Zuschauer. 79 steigt. Wahnsinn. Und von der Ostsee. Wow. Da bin ich ja sehr gern. Fährst du gerne an die Ostsee? Ja. Ich fahre generell gerne ans Meer. Ja, ich also auch. Ich liebe das Meer. Mir geht es genauso. Gut, ich mag die Berge auch. Ja, und Münster kenne ich auch. Hallo aus Münster. Hallo Münster. Und aus dem Erzgebirge. Da war ich sogar auch mal. Hessen. Ach mein Gott, wir sind hübsch. Oh. Ist das lieb. Das ist aber total nett. Und von Holland. Ja, aus Hamburg. Oh Mensch, du, aus Hamburg, ne? Könnt ihr mich grüßen? Ja, Fiona. Hallo. Hallo. Ciao. Schöne Grüße aus Tirol. Wie geht's uns? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Ja, mir geht's super. Gut, du drehst ja ordentlich, ne? Und trotzdem geht's mir super. Oder deswegen. Ja, genau. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich auch gut, auch wenn ich jetzt nicht mehr drehe. Auch obwohl ich das alles hier ziemlich vermisse, aber mir geht's eigentlich ganz gut. Erholt. Man kann mal wieder durchatmen. Das merkt man ja immer erst hinterher, wie viel man hier eigentlich gearbeitet hat. Ne? Vorher nicht. Doch, wobei, manchmal merkt man das auch zwischendrin. Manchmal merkt man zwischendrin. Hello, Finnland, meine Güte. Norden von Niedersachsen, aus der Schweiz. Schön, euch endlich live Berlin. Zu sehen. Hallo Berlin. Dann seid ihr wieder. Grüße aus Köln. Meine Güte, was kommt denn hier alles noch? Wie war dein Tag? Wie war mein Tag? Heute total nett. Also, ja. Ja. Arbeiten wie immer, aber dann haben wir uns ja jetzt schon kurz vorher getroffen. Ja, das war total nett. Ja. Mein Zug hatte leider Verspätung, 1,5 Stunden, obwohl ich so früh losgefahren bin und gar keine Frühaufsteherin bin. Aber das kennt man ja schon von der Bahn, ne? Das ist eigentlich nichts Neues. Dresden, meine alte Heimat. Dortmund habe ich auch gerade gesehen. Bist du komplett weg oder nur zeitweise, worauf beziehst du dich? Ich glaube, die Frage geht an dich. Bist du komplett weg? Wahrscheinlich aus der Serie, aus Sturm? Ach so. Oder nur zeitweise? Ach, ja, eigentlich, ja, das weiß ich noch nicht. Sie ist ja auf Reisen, ne? Auf Weltreise. Mal sehen, wo es sie so hintreibt. Ja. Das kann sich natürlich noch lange hinziehen. Mal je nachdem, was uns so unterwegs begegnet auf dem Weg. Gruß vom Kammerforst. Ja, Grüße, meine Güte. Halle an der Saale. Und Bochum, ja, Essen. Ja. Du kommst auch. Ja. Genau. Genau. Mensch, Wien, da war ich gerade erst letztens. Ich auch. Da waren wir, aber wir haben uns aber nicht gesehen. Nee, wir haben uns nicht gesehen. Eine wunderbare Stadt. Ja, sehr sogar. Ich habe es geliebt, wahnsinnig viel rumgelaufen. Ich habe da ja auch mal gewohnt, ne? Du hast da mal gewohnt? Ja. Ich habe mal in Wien gewohnt, 2 Jahre. Ja, ich finde, also Wien ist toll, finde ich. Also, finde ich auch, ja. Tolle Stadt. So, Kelheim. Hoffe, sie kommt wieder zurück. Die Helene. Die Helene, ja, wer weiß. Könntest du dir das vorstellen, dass die Helene wieder zurückkommt? Also ich meine, sie ist jetzt auf Weltreise. Vorstellbar ist alles. Also. Und kann sich Sabine vorstellen. Auch Sabine kann sich eine Menge vorstellen. Es hängt so ein bisschen vielleicht ab von den Geschichten. Und jetzt, also so, ne, wenn noch mal eine tolle Geschichte käme, dann bin ich offen für alles. Aber so im Augenblick finde ich es auch, jetzt, ich war ja fast 2 Jahre hier, finde ich es auch ganz schön, mal wieder mein altes Leben wieder zu haben und neue Sachen zu machen. Und auch, ja, also, aber grundsätzlich bin ich offen. Ja. Also wir würden uns auf jeden Fall freuen, sage ich jetzt. Hat er gerade Lukas Hallo gesagt? Kann das sein, Lukas? Ist das so? Ich habe eben nur so aus dem Augenwinkel das gesehen. Okay. Oh, hoffentlich geht das. Seid ihr Vegetarier? Bist du Vegetarier? Ich lebe die meiste Zeit vegan. Ah. Aber ich glaube, das nennt man Flexitarier, ne? Ja. Es ist so selbst. Ja, nach so, wonach mir ist, aber ich
sage ich mir meistens nicht nach Fleisch ist. Aber ich habe das nicht so eingetragen in offiziell gemacht, aber ich lebe so, ja. Ich bin total geflasht, was es alles für tolle Möglichkeiten gibt, sich vegan und wirklich auch gesund zu ernähren. Und man kocht ganz anders. Ne? Absolut, absolut. Das, wenn ich dreht ihr. Warte mal, hallo Finnland, ich bin und finde den, ach, das ist nett, 18 Jahre und den Sturm, einfach nur klasse. Super. Könnt ihr mich grüßen? Vanessa 12, wir grüßen dich. Hallo Vanessa. Vanessa. So, ihr dürft auch Fragen stellen weiterhin, wir beantworten die sehr, sehr gerne. Ne? Ja, genau. Oder? Das also, machen wir, ja, genau. Warte, was schreibt ihr in der Sommerpause so? Naja, die Sommerpause... Es ist eine Ausstrahlungspause, aber wir drehen ja hier weiter. Ihr arbeitet ordentlich weiter, ne? Ja. Und deine Sommerpause? Meine Sommerpause ist wirklich eine private Sommerpause. Ich werde ein bisschen reisen und unter anderem auch an die Ostsee und ein bisschen in den Schwarzwald und mal gucken, wo es mich so hintreibt. Ja. Mal gucken. Genau. Leben, genau. Leben halt. Welches ist eure Lieblingskulisse? Ich mochte die Küche sehr gerne. Ja? Ja, weil ich das mag, wenn das so puppenstubenmäßig ist. Also ich fand, als ich weiß, als ich das erste Mal wenn man ja das erste Mal hinkommt, da wird einem doch das Studio gezeigt mit diesen ganzen Räumen. Ja. Und ich fand das irgendwie klasse, weil das ist, als würde man in lauter so kleine Puppenstuben gehen. Ja, und dann diese Küche mit diesem Fake-Obst und Gemüse. Was? Das ist doch nicht fake. Aber ich fand es total klasse, weil es trotzdem echt aussieht. Es ist nicht fake. Achso, es ist nicht fake. Nein. Okay. Aubergine sind doch nicht. Oh, dann habe ich. Aber guck mal, die Laura hat das doch letztens geschnitten. Stimmt, manches ist nicht fake. Das stimmt. Aber manche Fische? Ich habe da so. Doch, der war echt. Der war echt. Ja, meine Lieblingskulisse ist eigentlich das Café Liebling. Ach, aber das magst du auch gerne. Das habe ich auch geliebt. Ja, auch wenn die Kuchen da immer so offen rumliegen. Oh, das Café Liebling mochte ich sehr, sehr gerne. Das mochte ich sehr gerne. Und den altmodischen Friseursalon hatte ich auch ganz gerne, auch wenn es den nicht mehr gibt. Helene war ja am Anfang im Friseursalon, obwohl es da kein Waschbecken gab, was ich immer so ein bisschen komisch fand. Immer ein Trockenschnitt. Genau, der Trockenschnitt. So, warte mal. Gibt es das Hotel wirklich? Nein. Leider nein. Also in meiner Welt schon. In deiner Welt, in der Fantasie gibt es das wirklich. Aber im echten Leben gibt es. Obwohl, ich war in Wien und gegenüber vom Westbahnhof gibt es ein Hotel, was eine Ruine jetzt ist und darüber steht Fürstenhof. Wirklich? Mit 3 Sternen. Ich wollte schon posten, ich werde es jetzt die nächsten Tage posten. Ich dachte, ich kann es nicht posten, weil es so runtergekommen war. Aber jetzt, wenn ich jetzt hier erwähne, den Weg wird der Fürstenhof ja hier wohl hoffentlich nicht gehen. Also, ja, weil auch 3 Sterne dann nur noch. Ja, nur 3 Sterne. Also irgendwann hat es mal einen Fürstenhof, zumindest in Wien, gegeben. Ja. Wir freuen uns, wenn es weitergeht, ja. Ja. Aber... Am 19.8. geht es weiter. Am 19. August könnt ihr wieder den Sturm in alter Frische sehen. Genau, und bis dahin gibt es aber ja auch ganz viele andere Dinge. Also auf Instagram und den Podcast. Genau, und gibt ja der übrigens wunderbar ist. Also ja, der Podcast von Lena Konstantorf und Johannes Huth, ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Es macht super Spaß, den zu hören. Es ist sehr informativ, es ist witzig, intelligent. Also wenn ihr noch was dazu haben wollt rund um den Sturm, kann ich euch nur ans Herz legen. Spotify, darf man das sagen? Ja, da kann man es hören. Sonst, egal, also keine Werbung. Auf jeden Fall, ihr findet das im Internet. Ja. Also, wann fangt ihr morgens an zu drehen? 9, ne? Ja, um 9 geht es um 9. Ja, außen auch, genau. Doch, um 9 geht's los. Ja, aber da ist man natürlich dann schon viel früher da, weil man muss ja in die Maske und ins Kostüm. Genau. Also meistens ist man so, was? Wie oft musstet ihr die Szene mit den Pilzen drehen, als ihr gefeiert habt? sag mal viel Schauspielern, spielt mal verrückt.
Aber da muss die Kamera auch sofort immer an sein. Also da gibt es keine Probe. Ihr habt das improvisiert, oder? Also einige Sachen tatsächlich. Da hieß es so, okay, jetzt müsst ihr irgendwie wild rumtanzen. Wir brauchen ein paar Fotos. Und ja. Ihr sagt, was für Schauspieler. Also. Ja. Nein, ich habe hab die Szene gesehen. Ich fand sie wunderbar. Ja, es hat auch viel Spaß gemacht. Das hat man auch gesehen. Also wie ihr miteinander gespielt habt. Jeder unterschiedlich auf seine Art und Weise. Euer Abgang, grandios. Ja. Michael Niederbühl mit dem Kleiderständer und du hinterher. Und also ich fand das richtig klasse. Ja. Was mögt ihr an eurer Rolle am meisten? Gute Frage. An Helene mochte ich. Ich mochte eigentlich viel an Helene. Das ist schwierig, ne? Ja, es ist so schwierig, weil man sich ja auch, also eine Rolle, egal ob das ein guter Charakter oder ein schlechter ist, immer etwas sucht, was für einen gut ist. Also selbst wenn du eine böse Rolle spielst, suchst du dir ja etwas, was du für dich gut findest, um das spielen zu können, oder? Ja, und vor allen Dingen fängt man ja auch an, die Rolle erst im Laufe des Drehens zu entwickeln. Das ist, glaube ich, eine Besonderheit beim Sturm, dass man nicht hier hinkommt und weiß, die Figur ist so und so, sondern man hat so ein paar Hinweise. Ne? Bei mir war es, sie ist alleinerziehend, sie hat einen Burnout, sie hat zwei Söhne. Und der Mann ist gestorben und das war's. Okay. Ja. Ne? Und dann braucht's eine Weile, um rauszufinden, wer ist denn das eigentlich? Genau. Und das macht dann auch wirklich Spaß. Vielleicht ist es das, was Spaß macht, das rauszufinden, wer ist denn dieser Mensch, den man da zu spielen hat. Ja. Und das lernt man eigentlich erst im Laufe des Drehens. Ja. Und da habe ich zum Beispiel mit Helene wirklich eine Reise auch gemacht, wie die sich entwickelt hat und was ich über sie rausgefunden habe, was ich am Anfang noch nicht wusste. Ja. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Das ist echt ganz schön, wenn du das so sagst. Das ist fast wie im wahren Leben, oder? Also ich meine, man lernt sich ja im Leben auch immer besser kennen und findet Dinge raus, die man einmal kann, die man vorher nicht konnte. Ja, oder, genau. Ja. Es ist, also ein bisschen sowas ist das. Also bis ich zum Beispiel rausgefunden habe, dass die auch so einen leisen Humor hat. Ja. Ne? Oder dass die so eine Selbstironie haben kann. Ja. Das wusste ich nicht von Anfang an. Ja. So, und dann irgendwann kam das raus und es hat Spaß gemacht. Das stimmt, Wer kommt denn alles am Fantag? Das verraten wir noch nicht. Das verraten wir natürlich nicht. Da müsst ihr euch überraschen lassen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall findet der Fantag statt da. Oh, guck mal, da steht Das ist holländisch. Bist du holländisch? Nee, ich kann es nicht. Seid ihr privat Team Vincent oder Team Philipp? Team Anna. Ganz klar. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir überlassen das der Anna. Genau. Ja. Die muss das rausfinden. Ja. Genau. Oder? Ja, das finde ich auch. Wie viel Text müsst ihr immer aus? Viel. Ja, also man kann sagen, so, also es ist so DIN A4, so ein Buch jede Woche. Oder? Mindestens. Mindestens, kommt darauf an, wie viele Szenen man auch in der Woche hat. So. Aber man wächst da rein mit der Zeit. Ja. Also mit der Zeit geht es immer einfacher. Ja. Am Anfang hat man Panik, ne? Ja. Also ich zumindest hatte am Anfang Panik und dachte, das schaffe ich nie. Diese ganzen Drehbücher und wie soll ich das alles in den Kopf kriegen und so. Ja, hatte ich auch, ne? Am Anfang, ja. Und dann wird das mit der Zeit immer leichter. Und natürlich helfen einem da auch die Kollegen total, ne? Wenn man dann miteinander spielt und abnimmt. Ich glaube, wir hatten am Anfang eine der ersten Szenen, ne? Ein Kaffee Liebling? Ja. Oder? Ja, stimmt, das ist recht. Ne? Ja. Oder? Ja. Wo ich da habe ich noch was aufgefegt, da gewischt, weil Wasserschaden war. Stimmt. Und, so. Und dann kamst du. Hatte die Nicole auch mal einen Wasserschaden. Dann siehst du, da ist wieder ein Wasserschaden. Ja. Das ist nicht gut repariert worden. Wie ein Wasserschaden generell. Wer hat denn das überhaupt repariert? Gibt es eigentlich einen Hausmeister am Fürstenloh? Gary hat früher sowas gemacht, mein Sohn. Oh, ne, wer macht sowas eigentlich am 14. Ja, auf jeden Fall hat das nicht so gut gemacht. Den Kleppner kennen wir noch nicht. Grüße aus Berlin. Wir grüßen zurück. So, was haben wir denn hier? Guck mal, da kommen wir viele Herzen, wie toll. Ja. Hallo. Genau, hier, wie geht das? So, ja. Habt ihr Kontakt mit den Ex-Stürmern? Ja, tatsächlich ja. Also mit dem einen oder anderen habe ich Kontakt. Ich auch. Also Johannes Huth sowieso, weil er in Berlin lebt, mit Lena. Wir haben uns auch vorher schon mal kontaktiert. Ne? Genau. Also, tatsächlich passiert das. Ja. Genau. Oder dass man sich so gegenseitig irgendwie bei anderen Sachen anschaut, ne? Oder wenn ja, man genau mal eine Lesung hat. Oder absolut.
Stücke aufführt oder so. Genau, dass man dann, dass man hingeht und ja, zum Beispiel, als du deinen Musical-Auftritt hattest, ja. Das war ganz toll, ja, Wüstenblume war. Stimmt, als ich da eingesprungen bin, ne? Ja, genau, das war super hier am Deutschen Theater. Nachmittags kannst du spielen. Also, sie kann, das wisst ihr ja sowieso, dass sie wunderbar singen kann, aber das war mega, dieser Auftritt war wirklich, danke. Das hat mich damals sehr gefreut. Ja, ich auch, dass es geklappt hat. Ja, was wolltet ihr mal werden, als ihr noch Kinder wart? Ich wollte Lehrerin werden. Eine strenge Lehrerin. Ich habe mit meinen Puppen immer da gesessen, habe die da hingesetzt und habe die zusammengeschissen. Das war mein... Lehrerin? Das, ja. Boah. Aber ich bin froh. Ich glaube, ich wäre überhaupt keine gute Lehrerin geworden. Glaubst du? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, weil ich nicht sehr geduldig gewesen bin. Ach so, okay, ja. Also insofern bin ich froh, dass ich das dann doch nicht geworden bin. Ich glaube, ich wollte... eigentlich wollte ich ganz, ganz lange Ärztin werden. Ah, wirklich? Ja, ja. Alles, ganze Schulweg daraufhin ausgeleben, war voll der Streber, muss ich sagen, an dieser Stelle tatsächlich. Immer ja. So viele Einsen und so. Aber ich habe letztens so ein Freundebuch wiedergefunden und da steht bei mir Schauspielerin. Wirklich? Ja, ich kann wirklich? Mich nicht erinnern, aber ja, wirklich, wirklich, ja. Und da warst du so 10 oder 12? Naja, wann kommt man schon? 7 sowas, ne? Ach so. Ja, ja, so in der Schule halt. Wahnsinn. So. Ja, ja. Nee, so früh war es bei mir nicht. Also bei mir hat das so mit 12 angefangen. Ja. Da habe ich, genau. Ja. Ist der Kuchen im Café Liebling essbar? Die Frage war nicht genießbar, sondern essbar. Manchmal. Man kann ja vieles essen. Nein, aber es stimmt gar nicht. Also jetzt wollen wir mal die Requisite. Das muss ich mal übrigens loben an der Stelle, ja, weil wirklich. Die sind echt, die sind mega. Krass. Ja. Darf man das Wort, kann man schon sagen? Ja. Ich will ein paar Worte nicht sagen. Aber ja, aber die sind wirklich krass. Weil ja. Da steht im Drehbuch irgendwie, keine Ahnung, Zimt, Blaubeer, Haselnuss, Muffins und die sind einfach da. Ja. Oder ja. Irgendwelche anderen ausgefallenen Sachen und die sind wirklich da und ja, die kann man auch essen. Ja. Tatsächlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie aus Plastik oder so. Ja, oder sie hatten doch eine extra eine Torte gebacken mit dem Bild von Günther drauf, wo Günther Helene doch überraschen wollte. Und diese Torte, das war mega. Ja. Also ja, die schmeckt auch. Genau. Und oft ist es dann so, dass sich dann alle, also Kameraleute, alle vor und hinter der Kamera darüber freuen. Ja, und dann, genau. Wenn Drehschluss ist, heißt es dann so. Bitteschön, Bild ist abgedreht, das darf man jetzt genießen. Also ja. Da schreibt gerade einer, jetzt kann ich keinen einzigen Tag ohne Sturm sein. Was mache ich jetzt um 15 Uhr? Na, den Podcast hören. Zum Beispiel? In die Mediathek gehen, sich die alten Folgen angucken. Auf One kann man auch noch ältere. Da kann man zum Beispiel die Anfänge von Helene sich angucken, wenn man noch mal wissen will, wie die überhaupt eingestiegen ist. Da müsstest du jetzt auch bald auftauchen. Stimmt. Ja, oder sich selber Geschichten für den Sturm ausdenken. Ja, genau. Was kommt denn hier noch? Also, wir haben ja auch noch ein paar Fragen vorab bekommen. Ne? Vielleicht kann ich dir, ich kann dir mal eine davon stellen. Ja, wenn du möchtest. Habt ihr vorher STL auch selbst schon geschaut? Okay, sie ist. Habe ich das vorher schon mal an mir angeguckt? Danke fürs Übersetzen. Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, nein. Also ich wusste, dass es das gibt, weil ich natürlich Kollegen kannte, die da spielen. Unter anderem Joachim Lätsch, von dem ich das wusste, weil wir mal vor 30 Jahren zusammen ein Ehepaar am Staatsschauspiel Dresden gespielt haben. Okay. In einer Inszenierung von Tobias Wellemeyer, Ein ausgestopfter Hund. Da waren wir ein Ehepaar. Und also ich wusste, dass es das gibt, aber ich hatte es tatsächlich vorher nicht gesehen. Und ich habe es mir dann angeguckt, kurz bevor ich hier hinkam und war wirklich geflasht, weil ich vieles wirklich richtig gut fand. Ja. So kleine Kabinettstückchen, die ich richtig klasse fand. Ja. Also muss ich sagen. Ja. Genau. Hast du das vorher? Hast du es geguckt? Gekannt, ja, aber geguckt nicht. Nein. Auch nicht, ne? Ich muss zugeben, ich hatte nicht mal einen Fernseher. Ja, in der Zeit. Ja, das ist ein bisschen tragisch, aber... Ja. Nee.
Ja. Da steht einfach nur, warum. Worauf bezieht sich das? Warum? Warum hatte ich keinen Fernseher? Ich habe keinen gebraucht. Also, ich nehme das Warum einfach. Trägst du in der Rolle der Helene sonst Kontaktlinsen? Nein, das tue ich nicht. Das ist tatsächlich eine Lesebrille. Ich die jetzt absetze, dann kann ich leider ich alles Fragen nicht mehr lesen. Deswegen muss ich die jetzt aufsetzen, damit ich sehe, was da steht. Aber Kontaktlinsen trage ich sonst nicht. Soll ich die... Warte mal, was... ich stelle dir hier nochmal eine Frage, die vorab kam. Würdest du denn gerne mehr beim Sturm der Liebe singen? Also ich bin ganz froh, dass ich überhaupt dort singen darf, weil ich bin ja nicht als Sängerin engagiert, sondern als Schauspielerin. Mhm. Und ich glaube, das wissen ja auch viele, ne? Ich habe ja sowohl Schauspiel als auch Gesang studiert, Musical, viel gemacht auch und kann aber das gar nicht bewerten. Also ich kann nicht sagen, ich mag das eine mehr oder das andere mehr. Ich mache alles gerne, Triathlet sozusagen, Triathlet 3, das Tanzen klammer ich aus. nein, aber ich liebe beides und ich bin froh, dass ich beim Sturm überhaupt singen darf und so tolle Sachen machen darf und dass das so mit reingenommen wird. Klasse. Also dass man sagt, okay, die kann noch was anderes, das nehmen wir mit rein, finde ich großartig. Ist doch toll. Hier schreibt auch einer, super schöne Stimme, das finde ich auch. Danke, danke schön. Oh, Helene ist cool, danke. Super, deine Stimme ist super, vielen Dank. Ja, und das mache ich total gerne. Und die Nicole singt ja auch. Und das macht sie hin und wieder mal. Ja, klar. Genau. Hier stand gerade noch, ob es die Zimmermädchen wirklich gibt, ob das echte sind. Nein, das sind keine echten Zimmermädchen. Ne? Nö, das sind Roboter. Nein, Roboter sind Komparsinnen. Warte mal. Aber die sind nicht im echten Leben Zimmermädchen, meinst du? Nein, nein, im echten Leben sind die keine Zimmermädchen. Jetzt sind beide hier, süß, steht da. Ja, das ist auch nett. Genau. Warum wird die die wird kürzer, die Sendezeit. So ist es halt, ne? Ja. Dinge verändern sich im Leben, auch beim Sturm. Immer flexibel bleiben. Mal gucken, vielleicht hat es auch einen Vorteil. Wird man sehen. Also man wird die Geschichten dann anders erzählen, denke ich mir. Ja. Ja. Wie wird man Komparse, stand da. Oh, ich glaube, da kann man sich bewerben. Ja. Ne? Ich glaube, über Moment, Agentur Producers Friend. Ja. Da kann man sich bewerben. Aber ansonsten, wenn man so Fragen hat oder sowas, glaube ich, kann man sich auch immer an die Pressestelle wenden, oder? Also das Hallo Ellen. Kann man machen, wenn man auch Anfragen hat. Oder Instagram kann man machen, wenn man Anfragen, zum Beispiel hier diese tollen Autogrammkarten oder so. Das kann man alles anfragen hier. Ach Mensch, hier schreibt einer, hab meine letzten Folge mit meinem geschiedenen Mann geguckt und war von Helene begeistert. Hab ich gedacht, ach, das freut mich. Das freut mich, das war auch mein Anliegen, dass der Abgang von Helene ein positiver ist. Genau, und ich mochte auch wirklich selber gerne diese letzten Szenen, die mir da geschrieben wurden, weil da auch viel Humor drin war und man auch viel ausprobieren konnte. Ja. Das mochte ich sehr. Was gefällt euch am meisten beim Schauspielern? Oh, eigentlich alles. Fast alles. Fast alles. Also ich mag es einfach total mich in fremde Menschen hinein zu versetzen und rauszufinden, wie Menschen ticken. Ja. Und rauszufinden, wie kann ich das darstellen. Ja. Und zeigen. Das ist das, was mich eigentlich antreibt. Ja. Das Innere. Was Figuren. Ja. Ich mag aber auch schräge Figuren. Fiese auch. Ja, das ist ja auch ein bisschen das, ne? Also, das war ja jetzt auch mit dieser Pilznummer so. Ja. Man darf ja dann im Schauspiel auch einfach mal sich so ausleben und Dinge machen, die man so im Alltag nicht machen würde, oder? So, oder als ich als Dion nicht machen würde. Kann man im Schauspiel kann man dann da einfach machen. Absolut. Ausprobieren. Absolut. Machen. Ja. Also für mich war das auch, ich war, als ich jünger war, auch eher schüchtern und da war dieses Schauspielen können eine absolute Befreiung. Ja. Also, genau. Wie lange? Welche? Gehen wir mal zurück. Genau. Aus dem Allgäu werden wir gegrüßt, wie schön. Genau. Was hörst du für Musik? Boah, ich höre so unterschiedliche Musik. Das kommt immer ganz drauf an.
Mir wurde letztens gesagt beim Autofahren, dass ich persönlich immer auf Musik reagiere. Und mein Sitznachbar hat einfach so im 2 oder sagen wir mal im 20-Sekunden-Takt die Musik geswitcht. Und ich war am Reden und meine Stimmung ist die ganze Zeit immer zur Musik gekippt. Ja, das war sehr lustig. Also ich höre total unterschiedliche Musik. Ich mag so entspannten Chill-Out-Musik manchmal abends, aber ich höre gerne Jazz tatsächlich. Ja, auch. Jazz liebe ich auch. Parallele zur Nicole. Ja, siehst du. Ich mag aber auch klassische Musik. Ja, ich auch. Mag ich sehr, sehr gerne. Mag ich auch sehr gerne. Mir gerne, also Konzerte anhören. Ja, ich mag das auch sehr. Ich liebe Soul-Musik. Ich habe früher total viel zu R&B getanzt. Ja, so richtig. Und Hip-Hop und sowas, das auch, ja. Aber ich mag so viele Musikrichtungen. Ja. Also ich stehe jetzt nicht so auf so, ich weiß nicht, so, keine Ahnung, so Trash-Metal oder so. Wobei, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt so eine Tafel mit so Musikrichtungen, ne? Und was sich woraus entwickelt hat. Und da sind so unfassbar viele Richtungen drauf. Ungefähr so geht es mir, damit, okay. Dass ich es nicht weiß. Ja. Ja. Hier steht, ja. Welche Rolle würdet ihr bei STL gern mal spielen? Ach, ich glaube, ich wäre gern mal das, was Dirk Galuga spielt. Ja. Vielleicht lässt sich das ja anrichten. Weißt du so mit Perücke und. Das wäre doch witzig. Vor allen Dingen könnte ich dann die ganzen Süßigkeiten essen und immer Stimmt. so. Immer schön. Stimmt. Genau. Ja. Ja, die Pilzeparty war so witzig, ja. Helene, komm zurück. Ja. Das. Siehst du, du hast eine wunderschöne Stimme, das finde ich auch total. Dankeschön. Claudia Jönsch, Dankeschön. Wann gibt es neue Folgen? Ja, ab dem 18. August. Entschuldigung, ab dem 19. Ja, ab dem 18. könnt ihr euch schon mal vorbereiten. Genau, könnt ihr euch schon mal vor den Fernseher setzen, schon mal alles richten. Und dann, also ich würde ja sagen, damit ihr am 19. dann loslegen könnt. Ich würde sagen, am 12. anfangen nochmal die Folgen in der Mediathek schauen, die da noch online sind, oder? Um genau. Also reinzuarbeiten, genau. Reinzuschauen. Genau. Aber die Sommerpause ist, glaube ich, deshalb so lange wegen Olympia. Und was ist noch? Ach, Fußball da, EM, genau. Könnt ihr einen Tipp geben, wer der Traummann wird? Huch, jetzt ist mir fast rausgerutscht. Beim Scherz. Dann wären wir jetzt aber weg vom Fenster, du. Dann genau, Stecker gezogen. Würde sofort abgeschaltet. Das oh mein Gott, ja, weil der eine mal der andere. Das genau. Ist genau das. Ja. Ich wollte gerade fragen, für wen seid ihr denn? Aber da geht's schon los. Da geht's schon Vincent. Los. Philipp Vincent. Ja, okay. Genau, liebe Grüße aus der Schweiz. Genau. Liebe Grüße zurück. So, Frechheit? Was ist? Wie viele Uhr wird Sturm der Liebe kommen? Ungefähr Frechheit. So, ja. Warte. Hallo aus Luxemburg, ist auch nett. Genau. Anna wird Traummann, so ist es nämlich. Genau. So sieht es nämlich aus. Ja. Sag ich ja, Team Anna, oder? Ja, genau, Team Anna, das finde ich auch. Ja. Vorhin wurde mal gefragt, was ist euer Lieblingspaar vom Sturm? Das oh, Lieblingspaar? Das Lieblingspaar. Oh, ich finde die eigentlich alle. Ja, die Sonnenbichlers natürlich, ne? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also bei denen geht einem ja eigentlich immer das Herz auf. Ja. Bei beiden. Ja. Weil es sowas im echten Leben so wenig gibt. Oder? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht doch. Also im echten Leben geht mir das Herz auch immer auf, wenn ich die beiden sehe. Ja, das Sepp stimmt. Und Antje? Ja, das stimmt. Schon. Ja. Ja. Sind auch tolle Schauspieler. Ja. Wunderbare Kollegen, tolle Schauspieler. Zehn Kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Wie verbringen wir... Niederösterreich, ja. Ja, genau, ich bin dabei. Du, bei One. Ich glaube, du bist auch demnächst dabei bei den One-Folgen. Ja. Shirin und Gary, die waren das, allerdings toll. Das ja. muss ich auch sagen. Ich habe die beiden auch wirklich vermisst in dem letzten Jahr. Ja. Und Gary kann man ja jetzt zumindest, was? Stört Nicole nicht, dass Erik keine Socken trägt? Stört dich das? Stört Nicole das?
Also mich stört es nicht, Nicole stört es aber auch nicht, weil der Erik hat er ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber kurz bevor dieser Viererabend losging, hat er ihr im Flur verraten, warum er keine Socken trägt. Aha, und verrätst du das hier? Natürlich nicht. Ach so. Aber ihr könnt ja mal raten. Ah, das kommt halt nach dem 19. August. Findet man das raus? Oder nie? Aha, du erzählst das. Ich erzähl's okay, nicht. Dann könnt ihr mal... Ah, guck mal, Helene Werner braucht dich. Ja, der wollte, ja. Der braucht dich. Ich glaube, da waren vorhin noch Grüße aus Essen-Kettwig. Da grüße ich auch zurück nach Essen-Kettwig. Essen-Kettwig, wer hat das geschrieben? Das hat vorhin jemand geschrieben. Echt? Ja, da habe ich auch eine Verbindung hin. Ich auch. Nach, ich aber nach gut. Essen. Ja, ich auch. Ja. Essen. Ich habe Abitur gemacht in Essen. Ach, wirklich? Mhm. Ach, guck mal. Schon eine Weile her, aber da war ich schon mal. Da habe ich schon mal gelebt. Wow. Ja. Das war kein... So, was soll man das? Ariane und Erik, ja, die waren auch interessant, sehr interessantes Paar. Grüße an Bernd. Hallo Bernd. Grüße an Bernd. So, haben wir denn hier noch eine Frage? Genau, habt ihr denn noch Fragen? Also, oder ist es das jetzt? Warum gibt es keinen Hund in der Show? Naja, weil wir haben ja, es gibt ja ein Gestüt, da sind Pferde. Stimmt. Und dann auch ab und zu mal ein Hund ins Bild. Ja. Ab und zu auch mal ein Huhn. Das, die Hühner sind sowieso klasse. Ja, ich habe die Hühner geliebt. Also die, ja, wenn ich was vermisse, dann so ein bisschen die Hühner. Ja? Ja, wenn die einem, das fand ich immer klasse, wenn die einem so ganz plötzlich dann zwischen den Beinen rumtaperten. Du, da habe ich mit dem Martin das Ziel gehabt und ich habe nicht so viel draußen immer gedreht und es war eigentlich so ein bisschen ernsteres Thema und die fingen immer an zu gackern an Stellen, wo es so kurz still war. Und es war wirklich immer so kurze Pause und dann hört man so, und es war ein bisschen so, als hätten die uns ausgelacht und ich... Also, es hat wirklich lange gedauert, bis die Szene im Kasten war, weil wir uns abgewechselt haben, dass wir immer wieder lachen mussten. Also, ja. Wir sind zusammengebrochen. Ja. Genau. Ja, und Chantal, was ist mit Chantal? Ja, Chantal gibt's auch noch. Ja, stimmt. Die da ist, braucht man keinen Hund. Da brauche ich, stimmt, es gibt Chantal. Die kommt ja auch, und nicht nur virtuell. Die gab's ja. So, ich glaube, wie viele Hühner hat das gestüt? Boah, die habe ich nicht gezählt. 20? 25? Da kommen ja auch immer neue dazu. Kommen immer neue auch dazu, so ja. Also ich dann noch Küken um. Auch noch. Ach, die Hühner, Hühner über alles. Ich wollte hier ein Huhn. Ach ja. So, muss man haben, um bei euch eine Nebenrolle zu bekommen. Welche Qualifikationen? Gut aussehen, Spaß haben, interessant aussehen. Ja, ein bisschen gut aussehen. Ja, genau. Was muss man noch machen? Also, ich glaube, man muss schon Schauspiel machen, vielleicht irgendwie. So ein bisschen. Genau. Keine Angst vor der Kamera, Spaß haben, sich bewerben. Ist nicht schlecht. Bewerben ist oder gefunden gut. Werden. Ja. Genau. Also diese Hundnummer, das ist schon eine Sache, ne? Warum gibt es keinen Hund am Set? Ja, aber ich glaube, ja. Vielleicht? Entschuldige bitte. Nee. Ins Wort gefallen. Das macht überhaupt nichts. Ich glaube, Hunde sind, ist ja unberechenbar, ne? Also auch oder? So ein Hund, der, also ich weiß vom Theater, dass Tiere einem auf jeden Fall die Shows ich kann gar nicht, siehst du, ich werde ganz aufgeregt, die Shows stehlen. Also wenn ein Tier mit auf der Bühne ist, dann kann man eigentlich abgehen. Ja. Weil die das halt, stimmt. Ne? Ja. Gab es das nicht mit Apollo auch letztens? Ja. Da gab es auch einen Outtake. Ja, ne? Der ist ja auch immer super im Spiel. Also der hat auf jeden Fall eine Schauspielausbildung. Definitiv. Ja. Ja, und Hunde, also vielleicht kommt diese Frage immer wieder, weil auch gefragt wird, warum es keinen im Studio gibt oder so, weil das macht ja gar keinen Sinn. Nee, das macht keinen Studio. Nein. Und du kannst auch hier fragen, warum es keine echten Babys gibt. Ja, das kann man nicht machen. Ja. Also es geht einfach nicht. Da wären auch die Drehbedingungen für echte Kleinkinder, das geht überhaupt nicht. Das stimmt. Also da muss man leider eine Puppe nehmen. Das Pensum ist ja auch einfach, glaube ich, zu hoch, ne? Ja. 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 Ich... Woher kommt ihr, bitte? Woher kommt ihr? Die Frage ist, wohin gehen wir? Ich lebe in Berlin. Und du? München. Siehst du. München, ja. Berlin, München. Und Düsseldorf. Dion, spielst du noch mal Rent?
Lustig. Viele Grüße aus Düsseldorf. Spiel ich nochmal Randy. Du siehst aus wie eine Aldi-Verkäuferin in München. Wer, ich? Kann sein. Oder nichts ich? Gegen. Ja, das kann. Ja. An der Kasse. Oh ja, die haben jetzt rausgefunden, was mein Zweitjob ist. Hm. Mist. Nichts gegen Aldi. Überhaupt nicht. So. Ja. Werden die Kirre folgen? Ja, das haben wir schon. Grüße aus Birkenfeld, das kennt ihr. Ach, Rheinland-Pfalz. Ich. Haben wir noch was? Ich bin aus Remscheid, liebe Grüße. Ah, was geschieht, wenn ihr krank seid und nicht drehen könnt, hat ja einer gefragt. Ja, oder wir von der Feuerwehr evakuiert werden würden, wie das da, glaube ich, gerade jemand wird. Feueralarm, wir werden evakuiert. Hm. Ja, was ist dann? Dann sind wir krank. Mhm. Dann haben die anderen wirklich viel zu tun, weil dann die Drehpläne kurzfristig umgeschmissen werden. Und das ist bei dem Pensum, was wir hier zu drehen haben, wirklich eine riesen organisatorische Herausforderung für die, die den Drehplan zusammenstellen müssen, für die Kollegen, die plötzlich andere Szenen spielen müssen, manchmal sogar von einem Tag auf den anderen oder manchmal sogar am selben Tag plötzlich. Manchmal heißt es auch auf dem Weg zum Umziehen. Übrigens, das müssen wir jetzt mit Boot geändert. Das ja, jetzt. Genau. Also das ist schon... Und deswegen kommen eigentlich die meisten trotz allem zum Arbeiten, wenn sie nicht gerade gar nicht mehr können. Ja, oder auch jetzt, wenn wir ansteckend sind oder richtig krank, dann klar, kann man nicht arbeiten. Das ist ja wie in einem anderen Job auch. Und dann ist es beim Drehen so, wie du gesagt hast. Ja. Genau, jetzt gibt's noch Tickets für die Fantage, hat da einer gefragt. Nein, die gibt es leider nicht mehr. Ja. Nächstes Jahr wieder bewerben. Ja. Wie lernt und ihr hat Helene schon viel erlebt mit Tune? Ja, schon ganz viel erlebt. Aber das verrate ich hier nicht, weil das wäre nämlich eigentlich eine eigene Serie. Der Spin-off. Der Spin-off, was zwischen Tonja und Helene auf der Weltreise passiert. Oh, ich komme besuchen. Ihr könnt es euch ja, du kommst uns besuchen. Ja. Und ihr könnt es euch ja mal überlegen. Genau. Ja. So, München. Hallo München. Liebe Grüße aus München. Genau. Von München nach München. Genau. Was gab es denn gerade? Gab es dann noch irgendwie eine andere Frage? Warte, habt ihr Gemeinsamkeiten mit euren Rollen? Teilweise, würde ich sagen. Ja. Ja, manches ja, manches nein. Ich kann überhaupt nicht kochen. Auch nicht so backen, wie das Helene konnte. Haare schneiden kann ich auch nicht. Sauber machen kann ich schon. Den Putzwimmel, damit konnte ich was anfangen. Wenn man gestresst ist. Gibt es einen Trick, um den Text sich besser zu merken? Ach so, ja. Das wurde mir gefragt, das Lernen. Also ich habe so am Anfang mir immer überlegt, ich muss jetzt irgendwas machen, um Text zu lernen. Ne? Mhm. Und ich glaube, es gibt dazu sowieso so ein paar Tools und Tricks. Mhm. Mir hilft es immer, dass ich mich nicht an dem gleichen, also dass ich nicht immer am gleichen Ort bin. Also ich kann das jetzt nicht unterwegs, wenn mir jemand noch was erzählt oder sowas, aber ich bewege mich dabei. Ich laufe im Raum rum und ich spreche den laut aus, weil das dann noch, also ich glaube, es geht einmal ums Hörverständnis, dann, dass du schon gesprochen hast und damit, ich weiß nicht, also das Gehirn hat sozusagen verstanden, wo der Text sitzt und du kriegst es mehr in den Körper hinein. Also das finde ich total. In laut sprechen, den Ort wechseln. Klasse. Ja. Finde ich total interessant, weil ich mache genau das Gegenteil. Ja, richtig. Ich könnte es überhaupt nicht laut sagen. Ach so? Ich muss das still machen und ich bewege mich nicht. Ach, wirklich? Ich liege auf dem Bett oder sitze auf dem Sessel und ich mache das leise und ich stelle mir innen vor, was ich denke. Und also ich stelle mir immer wieder die Situation vor. Und wenn ich die habe, wenn ich weiß, Helene kommt rein, setzt sich vielleicht hin. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich handle, aber was ich denken muss. Ja. Dann fallen mir hinterher die Sätze ein.
Aber das finde ich total interessant. Das ist ja spannend. Ich könnte... Das ist toll. Das haben wir uns noch nie drüber ausgedacht. Okay, also am besten lernt ihr Text, wenn ihr einen Kopfstand macht und nein, dabei noch ein Glas Wasser trinkt. Und ein Bein bewegt und still seid. Genau. Nein, es gibt also nichts wirklich, ne? Also, nee, auch muss jeder selber rausfinden. Da wird jetzt schon andauernd gefragt, ob wir Dorothee und Marcel vermissen. Ja. Natürlich, na klar. Ja. Jeden, mit dem man gedreht hat, vermisst man eigentlich. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Kann man zukünftig alle Staffeln und Folgen irgendwo noch? Nein, kann man leider nicht. Man, ja. Also immer nur, immer mal wieder wird, glaube ich, was wiederholt. Und da muss man einfach... Ja, es ist sehr schön, auch mit euch zu sprechen, weil gesagt wurde, sehr schön, euch zu sehen. Ja. Es ist so ein bisschen merkwürdig, so in das Nichts hineinzusprechen und sich vorzustellen, wer wohl hinter Angie 200 oder Fabienne 7833, wer das wohl ist. Man, ja, das genau. Und die Fragen gehen auch so schnell, dass man die gar nicht alle beantworten kann. Ne? Nee, das geht ruckzuck. Wie lange geht so ein Drehtag, wurde gerade gefragt. Also im Studio so bis kurz nach 7, ne? Bis ja, 7? So 7:15 würde ich sagen. Ja, schon eine ganze Weile. Also vor allen Dingen für die auch hinter der Kamera. Also wir können ja immer mal wieder raus aus dem Studio und mal zwischendurch Kaffee trinken oder haben auch mal keine Szene. Ja. Aber die Kameramänner, die Regie, Requisite, alle, die sind eigentlich den ganzen Tag da, teilweise im Dunkeln. Und Chapeau, kann ich nur sagen, Hut ab. Absolut. Das ist eine tolle Arbeit und eine sehr anstrengende. Absolut, ja. Und, Entschuldigung, aber ich glaube, ich muss auf eine Frage, die vorhin gestellt wurde, wie kann man sich bewerben, nochmal eingehen, weil da wird gerade immer wieder gefragt, wo sie sich bewerben sollen. Ich glaube, das war der falsche Ausdruck, bewerben, weil ich denke, dass man sich eher bei einer Schauspielagentur bewirbt erstmal, weil hier bewerben, glaube ich, funktioniert nicht, weil es werden ja immer, das Buch wird geschrieben und es werden für die Rollen dann Darsteller gesucht. Mhm. Und da kann man sich eigentlich nicht bewerben, sondern, das habe ich vielleicht vorhin falsch gesagt, ne? Nein. Da werden dann für die Rollen eben die richtige Besetzung gesucht. Genau. Und das ist manchmal sehr offen, das heißt, ne, da manchmal braucht man bestimmte Qualifikationen. Ja. Manchmal braucht man vielleicht, keine Ahnung, das richtige Aussehen oder die, also was auch immer, ne? Also was dann wichtig ist für eine Rolle. Genau. Habe ich falsch gesagt. Jetzt hat einer 5-mal die gleiche Frage gestellt und leider keine Antwort. Ach Mensch, jetzt gehe ich mal. Tschüss. Was war denn die? Ich habe es leider nicht mitgekriegt. Vielleicht, ob wir Dorothee und Marcel vermissen. Da es, kam sogar so, ja, tun wir. Tut uns leid, es kommen so viele Fragen rein und während man die beantwortet, kommen schon wieder 20. Da ist es ganz schwierig, jede Frage zu beantworten, aber wir geben uns natürlich Mühe. Ja. Und ich glaube, so langsam nähern wir sind uns auch schon vielleicht dem Ende, ne? Genau, ich glaube, es war ja angesetzt für 30 Minuten. Was war dein schrägstes Dreherlebnis? Mein schrägstes Dreherlebnis? Das kann ich nicht sagen, weil das ist noch nicht in der Ausstrahlung. Nee. Kommt aber nach dem 19.8. Ja. Ich habe tatsächlich, das war nicht schräg, aber ich habe wirklich geliebt die Abreise von Helene und Tonja. Also das habe ich auch wirklich sehr gerne gespielt. Ja, wie in diesem Auto so auf den Hügel gehoppelt. Das war super. Das war so ein Thelma und Louise-Moment. Und das war auch zwischen uns, zwischen der Sandra Steffel, die eine wunderbare Schauspielerin ist. Ich habe wahnsinnig gerne mit ihr gespielt. Ja. Mit Johann Schuler natürlich auch. Aber mit dir natürlich. Aber das war ganz, 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 das mochte ich wirklich sehr. Ja, finde ich, hat man gesehen. Das war echt schön. Super. Paramon. Ja, genau. Also ich glaube, magst du noch Fragen beantworten? Das hat man gemerkt, Sabine, ne? Siehst du, sag ich auch. Ach, das freut mich total, das freut mich. Ja. So, wer kommt als nächstes live? Das wissen wir nicht. Nein. Das ist eine Überraschung. Ja, tatsächlich. Aber bleibt dran. Es wird bestimmt spannend, könnte ich mir vorschlagen. Wie war es, mit Martin Walde zu spielen, liebe Dion? Ja, lustig. Und habe ich ja vorhin gesagt, mit den Hühnern. Ja, genau. Und was heißt, war es, ist ja noch. Also, lustig und super nett. Ja.
Das heißt, du bist nicht mehr beim... Nein, ich bin nicht mehr beim Sturm. Nein, ja. Das bin ich nicht mehr. Ich bin auf Weltreise. Wie findet ihr den Podcast von Sturm der Liebe mit Lena und Johannes? Wunderbar. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Hört rein, es lohnt sich, kann ich nur sagen. Ja, ist total. Wirklich sehr, sehr gut. Ja, absolut. Und die beiden machen das so toll. Ja. Und ja, also wirklich. Es ist einfach... Ja. Die haben wir ja übrigens auch, die sind ja hier hingekommen, ne? Und machen den Podcast ja auch beim Drehen hier weiter. Ich weiß gar nicht, wann das in Ausstrahlung geht, aber auf jeden Fall... ich glaube jetzt in der Pause. Genau. Ja. Und das war so lustig, weil wir hatten auch eine Szene im Café, muss ich jetzt sagen. Ja. Und die beiden haben ihren Podcast hinten im Café gemacht, während wir die Szene vorne an den Tick hatten. Das war irgendwie sehr lustig, ja. Hier muss ich noch beantworten, Helena, ob ich wirklich einen Pfeil in den Hintern geschossen habe. Also es war ein präparierter Pfeil. Ich habe einen richtigen Pfeil geschossen, der aber irgendwo in der Wand gelandet ist, was man natürlich nicht gesehen hat. Und dann gab es einen präparierten Pfeil, der dann im Hintern steckte. Ja. Und Herr Schuler hat das den Schmerz sehr überzeugend gespielt. Oh ja. Da gab es gerade noch die Frage, schaut ihr eure Folgen selbst auch an? Ja? Ja, tatsächlich. Ja, ich auch. Zu überprüfen, ob das, was ich gedacht habe, was ich spiele, ob das auch so rüberkommt. Und ja, manchmal fand ich es gut, manchmal habe ich mich auch geärgert, habe gedacht, das war überhaupt nicht das, was ich machen wollte, war nicht gut. Aber das ist ein gutes Mittel, finde ich, um das zu überprüfen. Absolut, ja. Und man lernt daran auch, ne? Ja. Was muss man ändern, was nicht. Genau. Also ich gucke schon. Und abgesehen davon sehe ich auch wirklich... gerne das, was die anderen machen. Die Kollegen dann, ja, genau, das habe ich auch. Und ich finde es auch spannend zu sehen, manchmal hat man ja auch, wenn man die Szene so, also wenn wir die besprechen und durchgehen, spielen wir die auch ein bisschen anders und es ist spannend zu sehen, was dann im Schnitt hinterher dabei rauskommt. Genau, das ist auch total spannend, was der Schnitt dann macht. Ja. Oder, ne, und Musik, die noch dazu gehört. Also nicht zu unterschätzen, finde ich, ist die auch die Musik teilweise beim Sturm. Ja. Was die auch macht, ne? Ja. Ja, an welcher Stelle sie eingesetzt wird und was die dann für Emotionen auslöst. Und absolut. Also, ne? Ja. Ist auch ein... Ja. Genau. Ach Mensch, Helena, ja, das habe ich auch gerne gespielt. Und... Helena als Miss Marple, muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu schnüffeln. Das war... Ja. Dankeschön, genau. Ich glaube, diese Fragen mit Wonnen, so gehen nicht an uns. Vorhin gab es noch die Frage, wo kann man denn Podcast hören? Also auf Spotify? Überall eigentlich. Überall aber eigentlich, ne? Online sozusagen. Ja, ja. Genau. Patrick, wir grüßen dich. Ja. Patrick Pilger 7, wir grüßen. Ja. Ja, habt ihr neue Projekte? Also das geht, glaube ich, eher an dich. Hast du neue Projekte? Also ich habe eine kleine Sache gedreht. Darf ich sagen, wofür? Nee, ne? Darf ich das? Nee, also auf jeden Fall. Ich habe was gedreht, seid gespannt. Ich bin auch theatermäßig unterwegs. Ich habe eine szenische Lesung, mit der ich auftrete. Ja, also ich habe schon... ja, überall. Ah, ja. Also ich... schon Projekte. Ja. Mal sehen, was noch kommt. Genau. Ich liebe den Podcast. Ich auch. Kann man an den Set kommen? Ich glaube, zu den Fantagen ist das möglich. Kann man das machen, ja. Genau. Und könnt ihr, ja, hallo Nina, wir grüßen dich, 8253. Ja. Ja, genau. Also hast du noch eine Frage oder irgendwas? Warum sind alle per Sie in der Serie? Ah ja, genau, das kam auch auf die Frage, ne? Ja. Kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, es hat was mit der Hierarchie vielleicht zu tun, dass man erzählen will, dass dann ein Werner Saalfecht natürlich muss gesiezt werden. Ne? Die Sonnenbichlers, glaube ich, auch. Hat ja auch was mit Respekt zu tun. Also bei uns hier zumindest. Unter den jungen Leuten, ja, vielleicht Hierarchie. Manchmal finde ich es auch ein bisschen, fand ich es ein bisschen... Ja, war ein bisschen abwegig, will ich jetzt nicht sagen, aber... Ja, also ich habe mich das am Anfang auch gefragt und auch zwischendrin beim Drehen zu bestimmten Figuren habe ich das nochmal gefragt, aber
ich habe das irgendwie so ein bisschen wie so, weißt du, wie in so, ich weiß nicht, anderen, ich will keinen Namen nennen, anderen Filmen oder Serien, die so aus einer gewissen Zeit sind. Also ist ja auch eine andere Sprache oft. Mhm. Und so habe ich das gesehen, wie eine Sprache, wie man in der Fürstenhof-Welt sozusagen sich anspricht. Mhm. Also ich habe das irgendwie so verstanden und ja, wie du sagst, auch mit Respekt, ne? Und es auch Hierarchie hat es sicherlich zu tun. Und es ist ja auch eher ein traditionelleres Hotel, genau. Ne? Es ist ja nicht jetzt so ein hippes, junges, also damit hat es vielleicht auch zu tun. Ja, ihr seht, wir können es auch nicht so hundertprozentig richtig beantworten. Genau. Wünscht sich Nicole Vincent als Schwiegersohn? Anna. Achso, ist ja eh deine Tochter. Ich wünsche mir Anna als Schwiegersohn. Ich wünsche dir, Nicole wünscht sich, dass Anna glücklich wird. Ja. Mit wem auch immer. Ja. Das entscheidet Anna. Ja, genau, das entscheidet Anna. Es ist komisch, wenn sich die Wohnkollegen nicht duzen, aber duzen die sich nicht? Die jungen Leute, die duzen sich auch, doch. Oft auch nicht. Nee? Ja. Lala sagt nicht du zu Anna? Doch, die mittlerweile die schon, ja. Aber auch die jungen Leute am Anfang nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Hm. Genau. Ja. Gut, aber weißt du, was ich mir gerade gedacht habe? Wenn... Es ist doch super. Das ist so ein bisschen so, dann bleibt es doch die Traumwelt. Das ist so wie die Rutschbahn. Ja, also, wird man kurz mal wieder rausgerissen und merkt, ist doch ein Märchen. Ist doch nicht die Wahrheit. Ja. Die haben sich doch nicht umgebracht. Die haben doch keine Pilze genommen. Ist doch aber auf Weltreise ist er gegangen. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Wie geht's? Ja gut, wie man sieht. Ich hoffe, dir auch. Ja, genau. Jetzt, also ich glaube, wir sind jetzt auch schon über die Zeit, ne? So, ja, ich glaube, so langsam verabschieden wir uns jetzt, würde ich sagen. Es hat viel Spaß gemacht. Kommt Helene wieder zurück vielleicht? Ja. Au revoir. Ja. Wie gesagt. Guck mal, Isabel, Stern sieht zu. Hallo, Isabel. Sagen wir doch kurz Hallo zu Isabel. Genau. Also, ich bin mir sicher, weil ihr einer noch sagt, wie soll es bloß weitergehen ohne den Sturm? Ihr werdet die Zeit gut überbrücken, die 3 Monate. Ihr werdet sehen, es wird schneller vorbeigehen, als ihr glaubt. Und wie gesagt, Podcast, Mediathek. Immer gucken, was es an Neuigkeiten auf Instagram oder Facebook gibt. Ja. Und dann, ihr euch versieht. Spannender wird es dann weitergehen, ne? Ab dem 19.08. wie immer. Ja. 15:10 Uhr, oder? Ja. Okay, Moment. Müssen wir mal gucken. 15:10 Uhr in der ARD. Genau. Also, ihr Lieben. Macht's gut. Habt einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank für die vielen Fragen. Und entschuldigt, dass wir echt nicht alle beantworten konnten. Das ist, glaube ich, meistens so. Ne? Ja, leider. Ja. Sonst einfach schreiben. Und der Bernd beantwortet die. Genau. Noch Arbeit für die nächsten Wochen mitgegeben. Also. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.